5 Siege in 6 Spielen, das ist die Bilanz von Zagrebs Interimscoach Doug Bradley. Die erste Chance im Spiel aber fair war. Achmad Mihali scheitert an Robert Krištan im Tor von Zagreb. Kevin Primont sieht eine gute Anfangsphase seiner Jungs. In der 11. Minute bringt der Topscorer von Fehava, Balcaz Sladani, dank Hilfe des Zagreber Schlussmanns die Ungarn mit 1:0 in Führung. Eine Minute vor der Drittelsirene schaffen die Kroaten den Ausgleich. Im Powerplay erzielt der Kanadier Wacy Rabbit durch einen Rebound das 1:1. Die Kroaten finden den besseren Start in den Mittelabschnitt. Fehler von Zoltan Hechtini, Frank Benham bedient Thomas Gidarelli und er bringt die Gäste zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung. Jubel bei den mitgereisten Fans aus Zagreb. Die Magyaren drängen auf den Ausgleich. Hier scheitert Maton Vas nach einem herrlichen Pass von Balázs Ladani. In der 32. Minute ist es schließlich soweit. Gestocher vor dem Tor und Maton Vas schießt mit seinem 16. Saisontreffer den Ausgleich für die Ungarn. Die Antwort der Bären nur eine Minute später. Sandrock mit einem guten Auge für Ryan Kinasevic und der Top-Torjäger bringt die Kroaten erneut in Führung. Czekes Fehava erhöht wieder den Druck. Apad Mihali erhobert die Scheibe im eigenen Drittel, stürmt auf das Tor, vergibt jedoch knapp. 39. Spielminute, Powerplay für die Ungarn. András Horváth bringt die Scheibe vor das Tor, den Rebound verwertet Krištan Palkovic zum 3:3 Ausgleich. Das 18. Saisontor für den 35-jährigen Ungarn. Im dritten Drittel finden die Hausherren immer besser ins Spiel. David Job bekommt den Puck auf der blauen Linie, er zieht ab und trifft zum 4:3. Das erste Tor für den 22-jährigen Ungarn in der Erste Bank Eishockey-Liga. Dann ein Aufreger kurz vor Spielende. István Sofron checkt Thomas Gidarelli gegen die Bande und dieser muss verletzt vom Eis. Die Gäste stecken aber nicht auf und kommen durch Frank Benham zu einer erneuten Chance. Ungarns Coach Kevin Primont wirkt angespannt. In der 60. Minute erlöst Maton Vas seinen Trainer mit dem Siegestreffer zum 5:3. Der dritte Scorerpunkt für den Ungarn in diesem Spiel. Fehava gewinnt dieses 4-Punkte-Spiel und die Bären sind weiterhin in Czekes Fehava ohne Sieg. Wir haben in den letzten Spielen immer wieder gutes Hockey gezeigt, wurden aber nicht belohnt. Dieses Spiel war ebenso. Wir hatten viele Chancen, aber konnten einfach nicht scoren. Heute haben wir aber nicht aufgegeben und haben dieses Spiel sehr simpel gehalten, einfaches Eishockey gespielt und wurden belohnt. Die Jungs haben sich's wirklich verdient.